Hey meine neugierigen Freunde, habt ihr euch schon mal gefragt, welches das größte Insekt war, das je auf der Erde gelebt hat? Ich habe mich das gefragt und deshalb stelle ich euch in diesem Video das größte Insekt der Erdgeschichte vor. Wenn du dich für Wissenschaft interessierst, abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleib dran! Aus heutiger Sicht sind Insekten meist kleine Krabbeltiere, die sich spielend leicht in Ritzen und Spalten verstecken können. Einzig und allein manche Vertreter können überdurchschnittlich groß werden, wie zum Beispiel der Riesenbockkäfer, der mit einer Körpergröße von bis zu 17 cm zu den größten Insekten der Gegenwart zählt. Oder der Goliathkäfer, der mit bis zu 110 Gramm Gewicht zu den schwersten Insekten gehört. Doch das ist alles noch klein im Vergleich zu den Urzeitinsekten, die im Zeitalter des Karbon vor etwa 300 Millionen Jahren lebten. Sie konnten aufgrund des damaligen Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre, der mit 35% viel höher war als der heutige Gehalt von 21%, sehr viel größer werden. Denn Insekten atmen nicht über eine Lunge, sondern über feine Röhrchen, die sich durch ihren Körper verästeln, den sogenannten Tracheen. Der Querschnitt dieser Tracheen ermöglicht den Transport einer bestimmten Menge an Sauerstoff. Und wenn der Sauerstoffgehalt in der Luft niedriger ist, haben große Insekten ein Problem, denn so erreicht die letzten Enden der Tracheen an den Extremitäten des Insektenkörpers zu wenig Sauerstoff, um diese am Leben zu erhalten. Das größte Insekt des Karbonzeitalters und damit das größte Insekt, das je gelebt hat, gehört zu den ausgestorbenen Riesenlibellengattungen Meganeuropsis und Meganeura, von denen es je verschiedene Arten gab. Das größte je gefundene Fossil stammt von der Art Meganeuropsis permiana, die 1939 vom US-amerikanischen Paläontologen Frank Morton Carpenter erst beschrieben wurde, nachdem er selbst das Fossil in einem Kalksteinbruch der Fossillagerstätte Elmo innerhalb der Wellington-Formation in Kansas gefunden hatte. Das Fossil wurde zwar aus Teilen zusammengesetzt, doch belegt es, dass diese Libellenart eine Flügelspannweite von bis zu 72 cm aufwies. Von der Art Meganeura monii gibt es hingegen vollständige Fossilien, die ihr hier sehen könnt. Diese Art besaß eine Flügelspannweite von bis zu 70 cm. Da die beiden genannten Gattungen relativ nah verwandt sind, werden sie zur Familie der Meganeuridae zusammengefasst. Und diese gehört wiederum zur Gruppe der Meganisoptera. Das erste Meganeura monii-Fossil wurde bereits in den 1880er Jahren in Frankreich gefunden und 1885 durch den französischen Paläontologen Charles Brongniart beschrieben. Heute wird das Exemplar dieser Art im Muséum National d'Histoire Naturelle in Paris aufbewahrt. Diese Riesenlibellen sind nun also die größten Insekten, die je auf der Erde gelebt haben, zumindest nach dem jetzigen Stand der Forschung. Die Vorstellung, dass solch eine Libelle einen 27-Zoll-Fernseher abdecken könnte, ist schon fantastisch. Manche Forscher glauben, dass möglicherweise gar nicht der veränderte Sauerstoffgehalt für das Aussterben der Rieseninsekten verantwortlich war, sondern das Aufkommen von Flugsauriern und die Evolution und Vermehrung von Vögeln. Denn eine Studie des Paläontologen Matthew Clapham von der University of California aus dem Jahr 2012 zeigt, dass die Insekten im späten Jura-Zeitalter bereits schrumpften und das, obwohl der Sauerstoffgehalt zu dieser Zeit sogar anstieg. Es ist bekannt, dass Vögel im Jura-Zeitalter agilere Flugfähigkeiten entwickelten, was zu folgender Annahme von Matthew Clapham führte. Große Insekten konnten sich weniger schnell bewegen und waren so leichtere Beute für Vögel, vor allem wenn sie sich an Ästen oder auf dem Boden befanden. Bestärkt wird diese Annahme durch den Fund von 250 Millionen Jahre alten Meganeura-Fossilien im Jahr 2009 bei Montpellier, die immer noch sehr groß waren, obwohl für die Zeit des endenden Perm bereits ein Sauerstoffgehalt in etwa wie heute vermutet wird. Sollte also nicht der Sauerstoffgehalt schuld am Aussterben der Rieseninsekten sein, dann wäre es ja ein Bereich des Möglichen, dass irgendwo auf der Erde, dort wo die Umstände passen, möglicherweise immer noch Rieseninsekten leben könnten. Ich finde, das ist eine ziemlich spannende Vorstellung. Wenn euch solche Themen über Tiere, Evolution und Fossilien interessieren und ihr noch mehr Videos über solche Themen sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich gern mehr davon produzieren. Denn mich interessiert die Tierwelt auf unserer Erde sehr. Und schreibt mir auch gern in die Kommentare, ob ihr es auch spannend findet, einmal einem Rieseninsekt zu begegnen. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und danke auch an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.